Tuttlingen am Ende der 90er Jahre. 241/65 wartet mit einem Sonderzug auf Ausfahrt. Einige Wochen zuvor hatte sie eine Hauptuntersuchung im Dampflokwerk Meiningen erhalten. Gleich drei Dampfloks befördern den Zug. Neben der Französin sind 64/419 und 64/289 am Zug. Die fast 3500 PS starke 241 könnte den Zug locker alleine ziehen. Doch den vielen Fans an der Strecke soll etwas Besonderes geboten werden. Der kleine Bubikopf hinter der großen, fast 27 Meter langen Schnellzuglok. Ein Bild fürs Fotoalbum. Die 241/65 ist heute in Fulreuenthal am Rhein in der Schweiz beheimatet, betreut vom gleichnamigen Verein. Die 1931 gebaute Maschine ist bereits eine alte Dame. 2016 wird der 85. Geburtstag gefeiert. Vereinschef Dieter Holliger ist stolz auf seinen Verein und natürlich auf die große Franzosenlok. Also wir sind nur ein kleiner Verein mit 30 Mitgliedern. Der engste Kern sind 12 bis 14. Und praktisch jeden Samstag sind 8 bis 10 an der Dampflok. Wir müssen ja auch unsere Wagen unterhalten. Und die geben auch Arbeit. Die Reihe 241A hat ein Vierzylinder-Verbundtriebwerk mit einer Besonderheit. Wir können die auch Vierling betreiben, auf Frischdampf, und dann kann man umschalten auf Verbund. Wir haben ja auch zwei Regler, Niederdruckregler und einen Hochdruckregler. Wenn wir im Verbund abfahren mit einem schweren Zug, können wir den Niederdruckregler ziehen, dass die Niederdruckzylinder auch Frischdampf bekommen. Mehr Leistung beim Anfahren ist das Ergebnis. Erfreulich sind die Schweizer Zulassungskriterien für den Dampflokbetrieb. Wir haben in der Schweiz die Kesselinspektion. Die ist jedes Jahr vor der ersten Abfahrt. Kommt der Kesselinspektor, macht die äußere Kontrolle. Ein Jahr im kalten Zustand und das zweite Jahr im warmen Zustand. Dann wird die Sicherheitsventile, alles kontrolliert, die Dampfarmaturen, alles. So ist der Betrieb deutlich länger möglich als in Deutschland. Bei uns endet die Kesselfrist mit den nötigen Zwischenuntersuchungen spätestens nach 8 Jahren. Dann ist wieder eine Hauptuntersuchung fällig. Die Lok ist auf dem Weg nach Basel. Dort wartet eine Schwesterlok auf die Abholung.
Auch im Verein 241A65 ist man um Nachwuchs bemüht. Eine junge Frau wird zur Heizerin ausgebildet. Blicken wir in die Geschichte dieser großen Dampflok. Bereits 1925 rollt der Prototyp. In Serie gebaut werden dann von 1930 bis 1934 bei WIF Lille insgesamt 89 Maschinen. Im Jahr 1965 wird die letzte ausgemustert. Betriebshalt, die S1 nach Basel, hat Vorrang. Lange Zeit ist 241A65 die größte betriebsfähige Dampflok auf dem europäischen Kontinent. Seit 2006 hat sie Konkurrenz. Es ist die zweitgrößte Dampflok in Europa. Die größte ist die Schwesterlok, die 241P. Die holen wir ja heute ab in Basel. Morgen fahren wir zusammen. Das sind die zwei größten Dampflok in Europa. Und unsere, die 241A, ist die größte handbefeuerte Dampflok auf der Welt. Unter dem Motto Rund um den Sentis ziehen beide Lokomotiven Mitte September 2016 einen langen Sonderzug ab dem Schweizer Koblenz am Rhein. Einfahrt. Über 60 Meter Dampflok rollen am frühen Morgen in den Bahnhof. Gespannte Ruhe vor der Abfahrt. Die erste Etappe wird über Eglisau und Würenlos bis nach Dietikon führen. Fast 7500 PS Leistung bringen die beiden Maschinen auf die Gleise. Der Doppelpack wiegt zusammen rund 330 Tonnen. Über die Meterlast reden wir lieber nicht.